Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Let's Play Henrys Geheimnis, Kapitel 5, Szene 3. Ich bin wirklich erschlagen von den vielen Kommentaren von Part 19. Ihr seid großartig. Immer dabei, viel Resonanz, was will man mehr? Layla und Henry sind auf dem besten Wege, ihren Gefühlen nachzugeben, wenn da nicht die Freundschaft wäre. Aber es spielt scheinbar noch ein weiterer Faktor mit rein, nämlich ein Mädchen namens Melanie. Vermutlich die Ex-Freundin von Henry, die vielleicht sogar seine zweite Identität kannte. Hier hat er wohl massiv schlechte Erfahrungen gemacht. Ah, ich bin gespannt, was die nächsten Szenen zu bieten haben und was wir noch so erfahren können. Wir starten jetzt direkt in der Schulstraße, einen Tag, nachdem Layla mit Henry eine kleine Konversation über das Handy geführt hat. Also, viel Spaß! Hallo Layla! Guck mal, wer uns heute mit seiner Anwesenheit beehrt. Ach was, der Henry. Hallo, Layla. Hallo, Henry. Ich stelle ihm keine Fragen. Seine Nachricht von gestern hat mir zu verstehen gegeben, dass ich nicht mehr wissen muss. Es fällt mir sehr schwer. Hey, ich hoffe, dir geht's besser. Layla hat gestern die ganze Zeit von dir geredet. Ich glaube, sie hatte Angst, du wärst tot. Clément, du bist echt bescheuert. Er dreht sich zu mir um und lächelt. Ich habe dir doch gesagt, dass es mir gut geht und du dir keine Sorgen zu machen brauchst. Ich weiß. Ich senke den Blick und sehe auf seine Kette. Er trägt sie jeden Tag. Es ist bloß... Ich schaffe es nicht, den Satz zu beenden. Was soll ich sagen? Er merkt, dass ich verlegen bin und fragt nicht weiter nach. Bleibt es bei morgen Nachmittag für die Interviews? Ach ja. Das Referat hatte ich komplett vergessen. Morgen werden wir einige der Personen interviewen, die wir kontaktiert haben. Ja, natürlich. Ich habe ein paar Anzüge von meinem Vater gefunden und habe Perücken und falsche Schnurrbärte gekauft. Das wird lustig, dich als Journalist verkleidet zu sehen. Das würde ich auch gern sehen. Ich auch. Keine Sorge, ihr werdet das Ergebnis noch früh genug sehen. Total süß die Idee eigentlich. Oh, wir sind bei Jasmine. Du warst ja ganz begeistert, dass Henry wieder da ist. Was? Oh, natürlich. Du nicht? Ja. Meine Freundin sieht mich forschend an. Morgen machen wir unsere Interviews mit den Landwirten. Ja. Das kann ich nicht ohne ihn machen. Ja. Ja. Oh Mann, was ist denn? Ich habe nichts gesagt. Ich höre bloß zu. Ich beschließe schnell, das Thema zu wechseln. Bei ihren Spielchen verliere ich immer. Kommen deine Eltern nächste Woche zum Elternsprechtag? Ja, sie möchten unbedingt mit allen Lehrern reden. Das wird schon nicht so schlimm. Du hast doch in allen Fächern gute Noten. Und bei dir? Kommen deine Eltern? Nur meine Mutter. Frau Casagnola hat gesagt, sie würde sie gerne kennenlernen. Vor allem, dass ich immer Casagnola sage, obwohl da Casanolia steht. Ne? Ich muss mir das echt mal angewöhnen. Ich bin echt nervös. Zum Glück wird sie auch mit Herrn Novara reden. Stimmt. Bei ihm bist du eine der Besten. Gleich nach Henry. Bestimmt freut er sich, dass ihr zusammen an dem Referat arbeitet. Und wie läuft es bei euch? Oh, also, wir kommen voran. Clément ist motiviert und bemüht sich wirklich. Ich bin ziemlich beeindruckt. Das wundert mich nicht. Clément würde es nie wagen, Jasmine zu enttäuschen. Er möchte nicht, dass sie wegen ihm eine schlechte Note bekommt. Er hat es geschafft, einen Soldaten zu kontaktieren, der gerade von einem Einsatz zurückgekehrt ist. Wow, wirklich gut. Ja. Wir konnten ihn interviewen.
Das war ein sehr interessantes Treffen. Das werde ich nie vergessen. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn ins Zentrum unseres Referats zu stellen. Seine Erfahrung, seine Geschichte, seine Sicht auf den Krieg. Na, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, es wird dir gefallen. Alle Videos, die wir aufgenommen haben, sind auf Clemens USB-Stick. Ich darf nicht vergessen, ihn ihm zurückzugeben. Ich habe ihm ein Buch über Kriege geliehen. Da steht sehr viel Nützliches drin. Aber er wirkte nicht sehr begeistert beim Gedanken, den Wälzer mitzuschleppen. Ach ja, Clemens. So, wir dürfen ein Foto machen. Was ist denn hier neu? Sind das da ihre Eltern? Ich will jetzt nichts Falsches machen irgendwie. Aha. Wer ist das da neben dir auf dem Foto? Das ist der Soldat, Stefan. Wir haben bei unserem Treffen mit seiner Erlaubnis ein paar Bilder gemacht. Er wirkt nett. Das ist er auch. Dabei hat er sehr viel Schreckliches in seinem Leben gesehen. Jasmine senkt den Blick. Ich spüre, dass sie an die grausamen Geschichten denkt, die dieser Mann erzählt hat. Eure Arbeit wird bestimmt gut. Sie hebt den Kopf und lächelt mich an. Ja, wir geben uns Mühe. Okay, und jetzt müssen wir noch zwei Sachen zeigen. Ich würde sagen, wir zeigen ihr zum einen mal hier die Papierknüdel. Okay, die will sie nicht sehen, dann nicht. Ah, was haben wir denn noch? Wir könnten natürlich mal wieder über Henry sprechen. Will sie auch nicht. Das ist interessant. Dann über Jay, auch wenn es eigentlich jetzt gerade überhaupt nicht passt, auch nicht. Wow, dass Jasmine gerade mal nicht über Jay reden will, das ist ja interessant. Okay, dann halt Clemens. Ich hätte nicht gedacht, dass Clemens sich so viel Mühe geben würde. Als sie das letzte Mal zusammenarbeiten musste, hat er keinen Finger gerührt. Ja. Okay. Nam, 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 nam. Jetzt ist die Frage, worüber könnte man jetzt noch mit ihr sprechen? Vielleicht über sich selbst. Nicht? Nee, dann nicht. Weil wir haben ja sonst keine Fotos, die wir ihr noch nicht gezeigt haben. Das Foto haben wir sie schon angesprochen. Nachrichten können wir nicht zeigen. Das heißt, wir müssen noch irgendeinen Kontakt zeigen können. Die Frage ist halt nur, was passt jetzt gerade? Vielleicht, wenn es um den Elternabend geht und die Arbeit um Herrn Novara? Ja, perfekt. Herr Novara mag es, wenn seine Schüler ihre Aufgabe ernst nehmen. Oh ja. Deshalb werden ihm unsere Referate sicher gefallen. Yeah. Okay. Sind wir dann damit bei der nächsten Szene? Nee, tatsächlich nicht. Oh, sie sind so ein süßes Pärchen. Wir sind unterwegs zu einem landwirtschaftlichen Betrieb. Der Landwirt wirkte begeistert, uns zu empfangen. Es freute ihn, dass junge Leute wie wir sich für so ein Thema interessieren. Die Fahrt dauert ziemlich lange, aber wir reden viel. Vor allem über die Projektarbeit. Aber auch über Filme, Bücher, Videospiele, Comics. Wenn Henry fährt, fühle ich mich sicher. Ich bin ein bisschen nervös. Mein Herz klopft schnell. Er redet begeistert über unsere Arbeit und schmiedet Pläne, wie alles laufen soll. Er wirkt wie ein echter Journalist. Es freut mich, ihn so zu sehen. Entspannt und völlig in seinem Element. Und gut aussehend wie immer. Wow, wieso habe ich das am Anfang bloß nicht bemerkt? Seine Frisur und seine Outfits, die alle anderen kritisieren, können meine Bewunderung nicht schmälern. Ich habe ein Dokument für das Interview vorbereitet. So ist alles gut organisiert. Du denkst wirklich an alles. Ich versuch's. So verlieren wir keine Zeit und konzentrieren uns auf das Wesentliche. Ich lächle. Das ist Henry, wie er leibt und lebt. Was für ein Tag. Wir haben alle Interviews abgeschlossen und stundenlange Aufnahmen gemacht.
Ach Mann, ich hätte ihn so gerne mit den falschen Bärten gesehen. Und den Perücken. Wir waren auf dem Hof von Herrn Bernard. Er war super nett zu uns. Nachdem er uns seinen Betrieb gezeigt hatte, konnten wir ihm all unsere Fragen stellen und das Interview filmen. Der Ort war wirklich schön. Neben den Feldern und Wiesen gab es auch einige freilaufende Tiere. Hühner, Gänse, Ziegen, Katzen. Danach sind wir zu einem Labor und einem weiteren Landwirt gefahren, der sich sehr für den Umweltschutz einsetzt. Ich durfte Henry in seiner Verkleidung als Journalist mit falschem Schnurrbart bewundern. Das war wirklich komisch und ein Anblick, den ich nicht so schnell vergessen werde. Wir haben sehr gelacht. Trotz der vielen Arbeit habe ich gemerkt, dass er sich freute, so viel Zeit mit mir zu verbringen. Als nächstes müssen wir uns um das Bühnenbild kümmern. Basteln mit Henry. Ich bin mal gespannt, wie geschickt er sich mit seinen Händen anstellt. Wow, das klingt voll falsch gerade. Ja, das scheint sie gerade selbst bemerkt zu haben. Bei diesem Gedanken werde ich rot. Das könnte man auch zweideutig verstehen. Ach was. Oh, schön. Oh, jetzt überspringen wir aber einen ganz schönen Zeitraum, ne? Weil der Elternabend oder der Elterntag, der war ja doch ein bisschen später, oder? Hieß es nicht erst nächste Woche? Endlich lerne ich diesen berühmten Lehrer kennen. Ja, du wirst sehen, er ist toll. Daran habe ich keinen Zweifel. Der Elternsprechtag verläuft für mich ganz gut. Frau Casanolia war sehr nett, obwohl ich so ein aussichtsloser Fall bin. Sie lobte meine Bemühungen und meine positive Einstellung. Sie ist wirklich eine gute Lehrerin, der die Schüler am Herzen liegen. Mama und sie haben sich gut verstanden. Bei Herrn Novara müssen wir warten, bis er das vorherige Gespräch beendet hat. Endlich öffnet sich die Tür des Klassenzimmers. Jessica kommt mit ihrem Vater heraus. Er wirkt sehr wütend. Ist dir klar, was das heißt? Wenn du so weitermachst, schaffst du dein Abi nicht. Du solltest dich jetzt auf den Hosenboden setzen und endlich anfangen zu arbeiten. Begonnen bei diesem verflixten Referat. Aber Papa! Und du hast mir nicht mal den Brief von deinem Lehrer gegeben. Zum Glück bin ich von mir ausgekommen, um deine Lehrer zu treffen. Laila, kommst du? Huh? Oh, ja. Sieht aus, als bekäme Jessica echten Ärger. Ja, manchmal trifft es halt auch die Richtigen. Wie jetzt? Ich dachte, wir haben jetzt noch ein Gespräch und Herr Navarra lobt uns voll und Novara, Navarra, es ist einfach zu schwierig mit diesen Namen. Okay, weiter. Freitagabend sind meine Eltern nicht da. Habt ihr Lust, abends vorbeizukommen? Ja, gern. Oh, ja, ja, ja. Warum nicht? Ich bestelle Pizza. Ah, du bist echt die Beste. Wir könnten einen Karaoke-Abend machen. Oder auch nicht. Oh, Henrys Gesicht. Oh, oh, Karaoke-Abend. Ich meine, dann fliegt er doch auf, oder? Das ist der Moment, in dem er einfach auffliegen muss. Oder er tut einfach so, als ob er krank wäre und er hat ganz tolle Halsschmerzen und kann einfach nicht singen. Das wäre eine Option. Aber er will ja eigentlich nicht lügen. Henry wirkt auch nicht besonders begeistert. Kommt schon. Das sagst du immer. Und am Ende hast du so viel Spaß, dass du gar nicht mehr zu stoppen bist. Da hat sie nicht ganz unrecht. Stimmt was nicht, Henry? Nein. Alles in Ordnung. Ich bin nicht blind. Ich sehe, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich bin kein großer Fan von Karaoke. Das ist alles. Ist nicht schlimm. Du wirst sehen, es wird lustig. Auch wenn du nicht singst. Ja. Schon allein um Clément singen zu hören, lohnt es sich. Ja klar. Macht euch nur lustig über mich. Wir gehen zum Ausgang der Mensa. Henry wirkt irgendwie besorgt.
Henry? Ja? Machst du dir Sorgen wegen dem Karaoke-Abend? Er wirkt überrascht. Sieht aus, als hätte ich ins Schwarze getroffen. Er fährt sich mit der Hand durch sein blondes Haar. Ich fühle mich bei so etwas nicht wohl und ich halte ihn am Arm fest und zwinge ihn so stehen zu bleiben und mich anzusehen. Wir werden dich doch nicht zwingen zu singen, wenn du nicht möchtest. Wir wollen nur einen netten Abend zu viert verbringen. Mit einer leckeren Pizza. Mehr nicht. Ich lächle ihn aufmunternd an. Er entspannt sich ein bisschen. Ich möchte nur einen netten Abend verbringen. Und zwar mit dir. Dann mach doch einfach ein Date zusammen aus und macht jetzt nicht so ein Doppelding mit Clement und Jasmine. Ihr könnt doch auch zu zweit irgendwo hingehen. Kino oder ein Karaoke-Abend zu zweit. Mit Kissen und... Okay, weiter. Also, ich meine mit euch. Henry lächelt mich an. Ich werde rot. Schon wieder ist mir so ein Satz herausgerutscht. Na, wenigstens bringt ihn mein Versprecher zum Lächeln. Jasmine liebt Karaoke. Wir spielen mit, um ihr eine Freude zu machen. Aber du wirst sehen, am Ende haben wir genauso viel Spaß dabei. Ja, das verstehe ich. Falls es dich beruhigt, wir machen schon auch noch andere Sachen. Das könnte tatsächlich interessant werden. Ich verstehe diese Hausaufgaben für Englisch nicht. Oh Mann, es ist die reinste Katastrophe. Vielleicht sollte ich irgendwann mal Henry fragen, ob er mir helfen kann. Er ist wirklich gut. Meine Gedanken schweifen ab. Ich stelle mir vor, wie wir beide auf meinem Bett sitzen und für dieses elende Fach lernen. Ich beuge mich über das Buch, das auf Henrys Schoß liegt und flirte ein bisschen mit den Augen. Oh, Laila, sieht so aus, als müssten wir bei dir wirklich mit den Grundlagen anfangen. Kannst du sie mir beibringen? Ich nähere mich ihm noch ein bisschen mehr und werfe meine Haare in einer etwas übertriebenen Geste nach hinten. In meiner Vorstellung trage ich dabei ein weit ausgeschnittenes Top. Zu weit. Laila, du bist echt fantasievoll, das muss man hier lassen. Du könntest mir helfen, meine Lücken zu füllen. Was meinst du? Es geht jetzt aber nicht gerade um die Lücken zwischen den Beinen, oder? Oh nein! Aufreizend neige ich den Kopf zur Seite. Es wäre mir eine Freude, dir Nachhilfe zu geben. Was fantasiere ich mir da zusammen? Ich lasse mich auf mein Bett fallen. Es ist mir peinlich. Aber trotzdem. Oh, da. Eine Nachricht von Henry. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo Laila. Soll ich dich morgen Abend abholen kommen und wir fahren zusammen zu Jasmine? Ey, wenn es dir nichts ausmacht, gerne. Okay, bis morgen. Danke, bis morgen. Ich atme tief aus, als hätte ich während des Schreibens die Luft angehalten. Dabei haben wir nur banales Zeug geschrieben. Trotzdem sage ich mir, dass er an mich gedacht hat. Jetzt aber stopp! Ich kenne doch mein dämliches Hirn. Es fängt schon wieder an, sich irgendwelche schmutzigen Geschichten auszudenken. Ich mag Laila. Ich freue mich schon auf heute Abend. Ich habe schon Süßigkeiten gekauft. Du bist die Beste. Mit irgendwas muss ich euch ja verwöhnen, damit ihr singt. Ja, verwöhn mich, bitte. Das liebe ich. Clement wirft Jasmine einen zweideutigen Blick zu. Dieser Idiot meint, er sei besonders schlau. Heute Abend um 20 Uhr bei mir. Ist das okay für euch, wenn ihr die Getränke mitbringt? Ja, kein Problem. Klar. Super.
Mache ich eine Ausnahme? Ja, ich mache eine Ausnahme. Ich will nämlich wissen, wie es weitergeht. Ich schaue mich im Spiegel an. Ich glaube, so kann ich gehen. Das ist er bestimmt. Oh, hallo Henry. Wie geht es dir? Henry geht ins Wohnzimmer, während meine Mutter ihm die Tür aufhält. Guten Abend. Mir geht es gut, danke. Schon wieder du? Warte mal. Sag mir jetzt nicht, dass meine Schwester heute Abend mit dir ausgeht. Alex verzieht angeekelt das Gesicht. So ein Idiot. Doch. Er lächelt mich an. Mein Bruder dreht sich zu mir um. Was? Ist das dein Ernst? Laila, du gehst mit diesem Typen aus? Er ist sicher nicht hier, um dich abzuholen. Ich gebe meiner Mutter einen Kuss auf die Wange. Bis später, Mama. Ich wünsche euch viel Spaß und komm nicht so spät nach Hause. Machen Sie sich keine Sorgen. Oh. Oh nein, wie süß. Ich verlasse das Haus und Henry folgt mir. Ich sehe, dass er meinem Bruder ein siegessicheres Lächeln zuwirft. Um das Ganze zu unterstreichen, legt er mir die Hand auf den Rücken. Lass uns gehen. Ich lasse ihn gewähren. Es ist offensichtlich, dass Henry versucht, Alex zu provozieren. Und das geschieht ihm recht. Ich gebe zu, dass ich diese Situation genieße. Ich hätte gern noch etwas weiter Theater gespielt. Meinetwegen hätte er mich gern stürmisch vor der Tür küssen können. Ah ja, verstehe. Es tut mir wirklich leid, wie mein Bruder sich benommen hat. Keine Sorge, ich gewöhne mich langsam daran. Und es war lustig, seine Reaktion zu sehen. Er sah aus, als hätte er es wirklich geglaubt. Außerdem haben wir nicht gelogen. Er hat da ganz allein etwas hineininterpretiert. Vielleicht habe ich ein bisschen dazu beigetragen. Wir lachen beide. Das wird ihm eine Lehre sein. Jedenfalls hat er dich sehr lieb. Woher willst du das wissen? Ich glaube, er hat mir nie wirklich verziehen, dass ich am Anfang des Schuljahres so abweisend zu dir war. Er ist bescheuert. Das ist alles. Er versteht alles so, wie es ihm gerade passt. Vielleicht. Aber ich glaube, er versucht vor allem, seine kleine Schwester zu beschützen. Ich glaube nicht, dass ich bei dir in Gefahr bin. Oh, Laila. Wer weiß. Vielleicht bin ich ja ein Vampir. Schön. Ich fühle mich, als würde ich schweben. Ich habe Saft mitgebracht. Natürlich Bio. Natürlich. Ich habe Cola dabei. Sowas Ungesundes. Danke, Henry. Die Pizzen müssten auch bald kommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mega Kohldampf. Unser Trainer hatte heute Abend schlechte Laune und hat uns ganz schön rangenommen. Mir tut alles weh. Wann ist denn euer nächstes Spiel? In 2 Wochen. Kommst du dann auch, Henry? Gerne. Ich war nicht lieber vor. Das halbe Team hat schon versucht, bei Laila zu landen. Was für ein Idiot! Warum erzählt er ihm das bloß? Ach ja? Henry dreht sich überrascht zu mir um, als wollte er gern mehr erfahren. Er lächelt kaum merklich. Yep. Aber sie hat sie alle abblitzen lassen. Entweder sie waren ihr nicht intelligent oder nicht kultiviert genug. Die Dame ist eben sehr wählerisch. Naja, und Henry ist sowohl intelligent als auch kultiviert, also das passt doch wunderbar.
Red nicht so einen Unsinn, Clément. Jasmine amüsiert sich prächtig. Wahrscheinlich hätte sie sich diese Vorstellung am liebsten mit einer Tüte Popcorn in der Hand angesehen. Ich werde von Pizzen gerettet. Wer hätte das gedacht? Essen ist fertig. Wir setzen uns aufs Sofa und die Kissen am Boden. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Wir essen, trinken und lachen. So ist es an unseren gemeinsamen Abenden immer. Dass Henry da ist, sorgt für noch mehr Stimmung. Jasmine und Clément mögen ihn sehr. Wenn auch wohl nicht so sehr wie ich. Naja, hat Jasmine ja irgendwie schon. Gut, wer fängt an? Meine Freundin zückt eins ihrer Mikros und schaltet den großen Bildschirm ein. Du, wie immer, oder? Wenn ihr darauf besteht. Aber ich suche ein Lied für dich aus. Einverstanden. Clément wählt ein ziemlich rockiges Lied für Jasmine. Aber sie lässt sich davon nicht entmutigen und fängt an zu singen. Sie macht das wirklich gut. Jasmine tanzt zur Musik wie ein Star. Sie fühlt sich sichtlich wohl. Clément und ich haben uns eingehakt und singen aus vollem Hals den Refrain mit, während wir hin und her schunkeln. Ich sehe hin und wieder zu Henry. Ich weiß, dass er sich ein bisschen vor diesem Abend gefürchtet hat. Aber auch er scheint sich wohl zu fühlen. Er klatscht im Rhythmus des Liedes. Als er meinen besorgten Blick bemerkt, lächelt er, um mich zu beruhigen. Oh, jetzt sind wir wieder bei Henry. Das ist auch spannend. Lila lächelt mich an. Sie scheint beruhigt zu sein, dass auch ich den Abend genieße. Ich habe sie gestern wohl sehr beunruhigt. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie mit Freunden Karaoke gesungen. Ich möchte lieber nicht singen. Ich könnte zwar absichtlich falsch singen, aber es ist zu riskant. Jetzt bin ich dran! Lila, singen wir zusammen? Sie steht sofort auf, erfreut, dass sie mit ihrem Freund zusammen singen kann. Jetzt suche ich ein Lied aus. Ja, okay. Dreimal dürft ihr raten, was sie wählen wird. Jay oder Jay? Also, ihr singt Into the Image Game. Oh, was für eine tolle Idee. Ich bin echt überrascht. Clément wusste schon, dass sie einen meiner Songs auswählen würde. Die beiden wirken motiviert, ihr Bestes zu geben. Sie teilen die Strophen untereinander auf. Ich bin gespannt, wie Lila singt. Ihre Stimme ist sexy und sanft zugleich. Mal sehen, wie das Lied bei ihr klingt. Letztes Mal mit ihrem Bruder habe ich ja schon eine kleine Kostprobe gehört. Man hat sie bis auf den Flur gehört, aber durch die geschlossene Tür klang die Stimme gedämpft. Vor allem durfte ich dabei zusehen, wie sie die Hüften schwang und tanzte. Ihr Outfit war sehr freizügig. Nicht, dass mich das gestört hätte. Clément stellt sich mit Lila in die Mitte des Wohnzimmers. Mit seinem schauspielerischen Talent versucht er mich zu imitieren. Oh je, wirklich auf der Bühne echt so albern? Oh. Zumindest Jasmine scheint es zu gefallen. Affektiert wirft er Kusshände ins imaginäre Publikum und zwinkert seinen Fans zu, während er sich mit der Hand über die Brust streicht. Auch Lila lacht laut. Ich bin zwar ein wenig gekränkt, kann mir das Lachen aber auch nicht verkneifen. Clément beginnt zu singen. Auch er singt nicht schlecht. Außerdem scheint er mein Lied gut zu kennen. Daran ist Jasmine sicher nicht ganz unschuldig. Jetzt ist Lila dran. Sie lächelt mich selbstbewusst an und beginnt zu singen. Oh mein Gott. Hätte man mir vorher gesagt, dass ich eines Tages so etwas hören würde. Ich glaube, ich habe selten jemanden so falsch singen hören. Oh nein. Ja, yeah, super, meine Süße.
Jasmine liegt auf dem Sofa und krümmt sich vor Lachen. Die beiden drehen jetzt richtig auf. Wenn sie wüssten, dass der Jay, über den sie sich lustig machen, gerade vor ihnen sitzt. Ich sehe Lila an. Obwohl sie vollkommen schräg singt, gibt sie alles. Sie lächelt und tanzt zur Musik. Sie hat wirklich Spaß. Ich bin von ihr beeindruckt. Sie bricht in lautes Lachen aus. Dieses Mädchen bringt mich völlig um den Verstand. Nur sie schafft es, so zu strahlen und gleichzeitig so falsch zu singen. Gerührt sehe ich mir das tolle Spektakel an. Als sie zum zweiten Mal den Refrain anstimmt, streckt Clément die Hand nach Jasmine aus, damit sie sich zu ihnen gesellt. Es sieht nicht gut für mich aus. Genau so etwas hatte ich befürchtet. Lila schenkt mir ihr schönstes Lächeln. Eins dieser Lächeln, denen ich nicht widerstehen kann. Sie hält mir die Hand hin. Was soll ich tun? Sie sieht mich an, als wollte sie sagen, keine Sorge, ich bin da. Mist. Ich greife nach ihrer Hand und stehe auf. Obwohl ich mir wegen dieses Abends so viele Gedanken gemacht habe, schaffe ich es nicht lange zu widerstehen. Sie hält mir ihr Mikro hin, damit ich es mit ihr zusammen benutze. Dabei schmiegt sie sich an mich und sieht mir in die Augen. Ich versuche falsch und möglichst leise zu singen. Bei 4 Stimmen sollte ich nicht weiter auffallen. Das macht solchen Spaß. Singen ist eine der schönsten Sachen der Welt. Mit meinen Freunden und Lila zu singen, ist fast so schön wie auf einer großen Bühne zu stehen. Sie legt ihren Arm um meine Taille und fordert mich auf, dasselbe zu tun. Ich nutze die Gelegenheit, mich ihr noch ein bisschen mehr zu nähern und lege ihr den Arm um die Schultern. Ich wage es, ein bisschen lauter zu singen. Ich werde mutiger, passe gleichzeitig jedoch auf, nicht zu viele Töne zu treffen. Als das Lied zu Ende ist, spenden wir uns gegenseitig Beifall. Wieder lächelt Lila mir zu. Danke. Es war toll, mit dir zu singen. Siehst du? War doch gar nicht so schwer. Lila, wenn du wüsstest. Wie sollte ich dieser ausgestreckten Hand auch widerstehen? Danke, dass du mitgemacht hast. Gern geschehen. Wow. Ich muss sagen, das war eine echt tolle Szene. Vor allem mag ich auch diesen Wechsel zwischen der Perspektive von Lila und Henry, weil man so wirklich beide Seiten sehen kann. Und ich finde die Gedanken von Henry so unglaublich niedlich. Und man sieht natürlich auch mal wieder, Lila ist keine typische Mary Sue, die super perfekt ist. Nein, die ist tollpatschig, die kann nicht singen. Das hätte ich eigentlich schon gedacht, dass sie singen kann. Aber ich finde sowas einfach lustig. Das ist richtig cool. Und es ist mal was anderes zu diesen ganzen anderen Flirtspielen, wo man immer super perfekt ist und alles kann. Und ja, Lila ist halt nicht so. Und das macht sie super sympathisch. So, dieser Part hier ist länger, als ich eigentlich gedacht habe. Ich wollte eigentlich immer nur 2 Szenen spielen. Jetzt haben wir 3. Freut euch. Beim nächsten Mal machen wir wirklich nur noch 2. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sagt ihr zu der Karaoke-Szene? Ich bin super amused. Und weiß ich nicht, ich habe gerade so ein kleines Dauergrinsen im Gesicht. Vielleicht geht's euch genauso. Also, doppelt hält besser. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, liebe Schnitzel und Schnitzelinchen. Schnitzelmama out.